Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Diese Woche gibt es mal wieder richtig viele kranke News zu erzählen. Es gibt nämlich unter anderem News zu einer Jordan Off-White Collabo. Ihr habt richtig gehört, eine Jordan Off-White Collabo. Außerdem gibt es kranke viele Fashion Releases und auch normale Releases. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da werde ich euch ein bisschen mehr zu der Jordan Off-White Collabo erzählen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für die Leute, die neu auf dem Kanal sind und nicht wissen, was Hype News ist, bei Hype News stellen wir euch jeden Mittwoch um 14 Uhr die neuesten Sneaker- und Fashion-Releases vor. Also wenn ihr immer auf dem neuesten Stand in der Sneaker- und Fashion-Szene sein wollt, wissen wollt, welche gehypten Releases so in der kommenden Zeit anstehen, welche Resell haben und welche nicht, oder allgemein etwas zu der Historie von den Schuhen wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall jeden Mittwoch um 14 Uhr ein. Und um am besten gar nichts mehr zu verpassen, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaltet die Glocke an. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen dicken, fetten Daumen nach oben gibt, denn das würde mir helfen, dass das Video noch mehr bei anderen Leuten ankommt. So, kommen wir direkt mal zum Top-Thema der Woche. Und wie ich es eben schon am Anfang angeteasert habe, gibt es neue geleakte Bilder zu einer Jordan Off-White Collabo. Eigentlich hat man ja gesagt, dass die Jordan Off-White Collabo zu Ende sein soll, beziehungsweise die The 10 Collection zu Ende sein soll. Und da drin war ja auch der Jordan 1 in der Collabo mit Off-White. Jetzt wurden allerdings Bilder gesehen, wo man zwei verschiedene Colorways des Jordan 1 in der Collabo mit Off-White gesehen hat, weswegen man eventuell munkelt, dass es sein kann, dass demnächst noch mehrere Colorways rauskommen. Es wurden außerdem noch viele andere Schuhe gesehen, aber zu denen komme ich später im Video. Auf jeden Fall macht mich persönlich das relativ glücklich, weil ich suche immer noch einen Jordan 1 in der Collabo mit Off-White und mittlerweile sind die schon extrem teuer. Ich hoffe irgendwie immer noch, dass die Jungs von Kleckt mir mal irgendwie einen zuschicken, damit ich den habe. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt mal erstmal zu den normalen Releases. So, und fangen wir da direkt mal an mit dem Nike Daybreak in der Collabo mit Undercover. Der wird am 7.6. kommen, einen Retailpreis von 160 Euro haben, keinen Resell haben. Also Leute, auf jeden Fall die Finger davon lassen, wenn ihr den resellen wollt. Der kommt in einen schwarzen und in einen blauen Colorway und wird zum Beispiel auf der Nike Sneakers App und bei mehreren Retailer Stores in Deutschland kommen, so wie bei S&S und so weiter und so fort. Also wie ich eben schon gesagt habe, der Schuh ist nicht zum Resellen gut. Dennoch finde ich ihn eigentlich so zum Tragen ganz gut. Meiner Meinung nach jetzt nicht der hässlichste Schuh, aber da würde ich auch trotzdem sagen, da kaufe ich mir lieber anstatt für 160 Euro einen Daily Schuh, der nur so lala aussieht, und würde mir dann eher lieber zwei Vans oder sowas kaufen. Finde ich persönlich wäre die bessere Variante. Aber ich würde sagen, kommen wir jetzt auch direkt schon zu den gehypten Schuhen. Dort geht es am 6.6. mit den Adidas Yeezy Boost 700 V2 in dem Venter Colorway los. Der Schuh kostet 300 Euro im Retail, wird ebenfalls keinen Resell bringen, also wird er auch bei 300 Euro nach dem Release bleiben. Und ich muss sagen, dass ich den Schuh persönlich mir auch nicht selber kaufen würde zum Tragen, da ich halt, wie ich auch schon öfters gesagt habe, den V1 Colorway besser finde. Und dort soll ja noch am Ende des Monats ein Triple Black Colorway kommen, weswegen ich eher darauf warten würde und mir den eher kaufen würde. Trotzdem muss man einfach sagen, dass man mit einem Triple Black Colorway nichts falsch machen kann. Und für die Leute, die das V2 Modell besser finden und einfach noch einen coolen schlechten Schuh suchen, den man täglich tragen kann, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr den mal auscheckt, denn der ist meiner Meinung nach eigentlich ganz gut. Aber auch da, wenn ihr den resellen wollt, lasst auf jeden Fall die Finger von dem. Weiter geht's dann ebenfalls am 6.6. mit einem Schuh, der extrem, extrem gehypt ist, allerdings wahrscheinlich unmöglich ist zu bekommen. Und zwar der Adidas Yeezy Boost 350 V2 Reflective Black. Der Schuh wird nur 4000 Mal auf der ganzen Welt kommen, wie es zurzeit aussieht. Nur in 12 Flagship-Stores auf der ganzen Welt kommen. 5 davon sind in Amerika, der einzige in Europa ist ein Store in Paris. Das bedeutet, da haben wir selbst auch schlechte Chancen. Und sonst weiß ich zum Beispiel, dass noch ein Store den in Hongkong bekommt. Aber keiner dieser Stores macht eben ein Online-Raffle mit Shipping. Das bedeutet, wir haben echt nicht wirklich die Chance, an den Schuh ranzukommen. Dennoch einmal nochmal schnell etwas zum Schuh. Der wird wahrscheinlich doch nur 220 Euro im Retail kosten. Wird um die 600 bis 700 Euro im Resell bringen. Manche sagen 1000 Euro, manche sagen 500 Euro. Ich würde aber sagen, 600, 700 Euro ist am realistischsten. Der Schuh kommt nur 4000 Mal auf der ganzen Welt und da, wenn man den kaufen will, ist es echt egal, welche Size ihr den kauft. Alle werden echt ziemlich guten Resell bringen, da sie eben so selten sind, weil 4000 Mal, das ist krank selten. Nur für die Leute, die es nicht einordnen können, das ist krank selten. Besonders bei dem anderen. Aber wie gesagt, Leute, kann man nur in Paris kaufen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem nächsten Schuh, der eigentlich ziemlich ähnlich ist, ebenfalls guten Resell-Wert bringt und echt cool ist. Tue dazu auch gestern schon ein Video gemacht. Auf jeden Fall auschecken, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Und zwar ist es der Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Non-Reflective. Der wird am 7.6. kommen, also einen Tag später, wird einen Retailpreis von 220 Euro haben. Und ich denke mal so um die 280 bis
350 Euro im Resell bringen. Eigentlich habe ich gedacht, dass der ein bisschen mehr im Resell bringt. Jetzt hat man aber gemunkelt, dass der die doppelte Stückzahl bekommen soll, also so um die 180.000. Und das wäre meiner Meinung nach schon extrem viel. Da ist trotzdem der Hype und der Andrang noch hoch genug, dass etwas im Resell rausspringen kann. Aber ich glaube halt, dass der Resell-Preis ein bisschen sinken wird. Dementsprechend würde ich jetzt einfach nur sagen, 280 bis 350 Euro im Resell. Der Schuh ist ein Ticken einfacher zu bekommen. Den kann man auf der Yeezy Supply-Seite bekommen, aber ich glaube, die schicken nur in Amerika. Auf der Adidas-Seite, man kann den in sämtlichen Stores in Deutschland bekommen. Ein paar Stores machen einen Online-Raffle, aber die meisten sind einfach in-store. Checkt, wie gesagt, dazu einfach Tu's Video aus. Das ist das einfachste. Und ja, wie gesagt, der Schuh kostet 220 Euro im Retail, bringt so um die 280 bis 350 Euro im Resell. Ich kann euch empfehlen, die Schuhgrößen 4 bis 6 und sonst eventuell noch 8 bis 9 zu holen. Das würde ich sagen, sind die Money Sizes. Und wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Schuh, denn wir haben über den Yeezy schon in letzter Zeit sehr viel geredet. Der nächste Schuh kommt einen Tag später, also am 8.6. und zwar ist es der Nike Air Fear of God One in dem Sale Colorway. Der Schuh wird 350 Euro im Retail kosten und ich denke mal, der kann so um die 600 Euro im Resale bringen, da viele Leute sagen, dass das der geilste Colorway bis jetzt ist von den Nike Air Fear of God One. Allerdings gibt es da mal wieder ein kleines Problem dran. Der kommt wahrscheinlich nur in der USA raus, dort auf der Nike Sneakers App in gerade mal 3 verschiedenen Footlocker Retailer Stores. Und dann noch auf der Fear of God Internetseite. Es kann sein, dass wir ihn zum Beispiel auf der Fear of God Internetseite kaufen können. Allerdings wäre das wahrscheinlich auch die einzige Chance. Oder mit Glück, was ich hoffe, dass er auf der Nike Sneakers App kommt. Falls es dazu kommt, dann werde ich euch auf jeden Fall in meiner Instagram Story informieren darüber. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich packe öfters mal in meine Instagram Story irgendwelche News, die passend zu Hype News sind. Oder wenn irgendwas noch nicht ganz safe ist, dann packe ich das meistens immer nachträglich noch in meine Instagram Story, wenn ich mehr dazu weiß. Deswegen checkt mich auf jeden Fall mal auf Instagram aus. Jetzt aber nochmal ganz schnell einmal zum Schuh. Es kommt wie gesagt der Sale Colorway raus. Er ähnelt sehr den Light Bone Colorway, ist aber ein bisschen mehr in so einem Beige-Ton. Weniger grau, mehr so helles, warmes. Und ich muss sagen, dass ich den unnormal krass finde. Ich finde ihn sogar besser als den OG Colorway, also den Light Bone Colorway. Er ist nämlich wie gesagt einfach überall beige. Vorne das Upper ist so leicht in so einem leichten Grauton oder so einem leicht dunklen Ton. Muss ich persönlich sagen, finde ich super krass. Und ich hoffe, wie gesagt, dass er auch auf der europäischen Nike Sneakers App rauskommt, denn ich würde versuchen, den gerne zu kaufen. Und vielleicht habe ich ja Glück, wie bei dem Nike Blazer, und bekomme den. Aber mal sehen, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Schuh. Der nächste Schuh kommt am 11.06. raus und zwar ist das der Nike Air Max One Susan Missing Link. Der Schuh wird 170 Euro im Retail kosten und ich denke mal, dass der minimal etwas im Resale noch bringen kann. Momentan liegt er so bei 250 Euro. Der ist nämlich schon einmal in Amerika rausgekommen. Deswegen kann man gerade sehen, wo der ungefähr liegt. Momentan liegt der halt bei 250 Euro. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach dem Europa-Release der Preis nochmal ein bisschen droppen wird. Mit den Sizes 8 bis 9,5 könnte man aber trotzdem wahrscheinlich noch so um die 200 Euro rausholen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, denn wie gesagt, der Schuh ist schon einmal in Amerika rausgekommen. Resale-Preis ist nicht der höchste und jetzt kommt er nochmal in Europa raus. Weswegen der Resale-Preis nochmal ein bisschen sinken wird. Aber wie gesagt, eventuell kann man ein bisschen was damit rausholen und der kommt eben auf der Nike Sneakers App. Das bedeutet, wenn er nichts bringt, gibt es immer noch die Möglichkeit, den Schuh wieder zurückzuschicken nach, keine Ahnung, 30 Tagen oder sowas. Sonst könnt ihr das einfach machen. Deswegen, ich würde euch vorschlagen, probiert es einfach mal mit den Sizes 8 bis 9,5 und wenn das nichts bringt, dann asoziale Variante, schickt den Schuh einfach wieder zurück. So, kommen wir jetzt zu den Leaks aus dieser Woche und fangen wir da direkt mal an mit dem Nike Air Force One in der Kollabo mit Off-White und zwar den MCA Colorway. Das ist dieser blaue Colorway von den Air Force One, den man jetzt in letzter Zeit schon relativ oft gesehen hat. Dieser Schuh soll in diesem Monat rauskommen. Es gibt noch kein festes Release-Datum. Viele haben gesagt, er soll am 10. Juni kommen. Ich denke mal aber, dass es noch ein wenig nach hinten verschoben wird. Der Schuh wird wahrscheinlich so um die 150 bis 170 Euro im Retail kosten und wird einiges im Resale bringen. Stückzahl wird sehr limitiert sein, da jetzt kommt das Problem, der Schuh wird nur in Chicago kommen wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nur in Chicago kommen wird, weswegen wir auch eigentlich nicht wirklich an den Schuh rankommen können, außer jemand von euch ist in Chicago und kann den da irgendwie kaufen. Aber Resale wird wie gesagt hoch sein, dadurch, dass der so limitiert ist. Aber wir haben trotzdem leider keine Chance, den Schuh so richtig zu bekommen. Es gab ja zum Beispiel schon mal ähnliche Colorways, von denen einmal der MoMA Colorway und dann noch ein Complex Con Exclusive Colorway. Und ich weiß nicht, ob das die gleichen sind. Auf jeden Fall noch ein schwarzer und ein weißer. Und die kamen ebenfalls nur an einem Ort raus, sehr, sehr limitiert. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir wirklich eine Chance haben, den zu bekommen. Viele Leute haben sich aber gewünscht, dass ich den in Hype News reinnehme. Habe ich jetzt gemacht, also für die Leute, die mehr dazu wissen wollten, jetzt wisst ihr mehr. So, dann habe ich nochmal Informationen zu den Nike Adapt BB Wolf Grey. Der Schuh ist ja jetzt am 29. Mai in Amerika gekommen und kommt jetzt auch am 15.06. in Europa, also auch in Deutschland raus.
Der Schuh wird wahrscheinlich auf der Nike Sneakers App kommen. Wenn er nicht auf der Nike Sneakers App kommt oder dort gelistet wird, kommt er auf der ganz normalen Nike Webseite. Aber ich glaube, der wird schon in der Nike Sneakers App kommen, da auch in Amerika in der Nike Sneakers App gekommen ist. Der Schuh kostet 350 Euro im Retail und bringt momentan so um die 400 bis 450 Euro im Resale. Bei den Sizes 8 bis 9,5 bringt er so um die 450, denn das sind mal wieder auch da die Money Sizes. Deswegen, wenn ihr den dann am 15.06. kaufen wollt, geht auf jeden Fall auf die Schuhgrößen. Allerdings, wie auch bei dem Missing Link, ich kann mir vorstellen, dass der Resale-Preis nach dem Release nochmal sinkt, da er jetzt eben in Europa und auf der ganzen Welt rauskommt. Deswegen, da wie gesagt, das gleiche wie beim Missing Link, kauft ihn euch. Wenn ihr da keinen Resale bringt und ihn nur resellen wollt, dann schickt ihn wieder zurück. Aber denkt immer dran, Leute, es ist ein bisschen asozial, weil Nike die Schuhe dann nicht nochmal verkaufen kann oder weil andere Leute sie eben kaufen wollen. Ich meine, wenn ihr den habt mit den Schuhen, ist ja an sich nichts falsch. Ihr wollt ihn einfach nur zum Resellen. Deswegen immer genau abwägen und denkt vorher einmal genau drüber nach, ob ihr das wirklich machen wollt oder nicht. Da kommen wir jetzt nochmal zu der Nike Off-White Collabo, über die ich schon am Anfang etwas erzählt habe. Ich zähle euch jetzt einfach mal die Schuhe auf, die auf diesen geleakten Bildern gesehen wurden und die eventuell kommen können. Ich sag's jetzt nochmal, bevor andere Leute es falsch verstehen. Es steht nicht fest, dass sie kommen, aber es wurden eben Bilder gesehen. Das bedeutet, es besteht die Chance, dass sie in der kommenden Zeit oder in dem kommenden Jahr oder in diesem Jahr kommen werden. Und ich lese jetzt hier einmal ganz kurz ab, welche Schuhe kommen werden. Also wie ich eben schon gesagt, es werden neue Colorways von den alten, also von Schuhen aus der The Ten Collection kommen und neue Colorways von neuen Silhouetten, also zu anderen, die jetzt eben neu geleakt wurden. Und zwar kommen zwei Colorways von den Jordan 1, einmal ein weiß-gelber und einmal ein weiß-blauer raus, wo das weiße Upper so ein bisschen dunkler ist als jetzt bei den NRG Colorway, denn das wären ja ziemlich ähnliche Colorways. Außerdem sollen zwei verschiedene Colorways von den Jordan 4 in der Collabo mit Off-White kommen. Dort soll einmal ein beiger Colorway kommen, der erinnert mich sehr an den Jordan 4 in der Collabo mit Levi's. Denn der hatte auch so ein beiges Upper und sowas, jetzt aber natürlich nochmal ein bisschen verändert und diesen Off-White-Touch bekommen mit dem Price-Tag. Ich nenne es jetzt mal einfach Price-Tag, was war nochmal der richtige Name? Egal. Und zum Beispiel diesen R an der Seite und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie Off-White-Schuhe aussehen. Außerdem soll aber noch der Bread-Colorway kommen, den ich persönlich auch mega krass finde, denn der normale Bread-Colorway war dieses Jahr von der Qualität und sowas ein bisschen enttäuschend, weswegen ich ihn mir auch nicht gekauft habe. Aber jetzt in der Collabo mit Off-White ist es nochmal ein bisschen cooler und ich hoffe, dass die Qualität nochmal einiges besser sein wird bei denen. Außerdem, für die Leute, die es noch nicht wissen, der Jordan 4 ist einer meiner Lieblings-Jordan-Silhouetten, weswegen ich das nochmal sowieso cooler finde, dass zwei verschiedene Colorways von denen rauskommen. Außerdem soll noch ein Air Max 90 in einem roten Colorway rauskommen. Ich glaube, von dem wurden schon im letzten Jahr ein paar Bilder gesehen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich den nicht so schön finde und ihn mir persönlich nicht selber kaufen würde. Aber sonst ist es trotzdem eigentlich noch ganz cool. Ist halt auch ein Schuh aus der The Ten Collection. Und außerdem soll noch ein Vapormax in der Collabo mit Off-White kommen in einem grauen Colorway. Ist ja ebenfalls ein Schuh aus der The Ten Collection. Ich muss sagen, auf den Bildern sieht er ein bisschen komisch aus, hat irgendwie was Neues gefühlt. Aber dennoch finde ich den eigentlich sonst noch ganz in Ordnung. Aber die Jordan 1er und den Jordan 4er finde ich auf jeden Fall einiges krasser. Und da auf die würde ich mich extrem freuen, wenn die rauskommen würden. Aber da müssen wir einfach mal abwarten. Es sind auch noch zwei andere Silhouetten auf den Bildern zu sehen. Ich muss aber sagen, dass ich die nicht so cool finde. Ich finde die anderen Schuhe einfach viel, viel geiler und werde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die kommen sollten. Wie gesagt, da nochmal einfach abwarten. Ich werde euch auf jeden Fall am Hype News oder in meiner Instagram-Story auf dem Laufenden halten. Deswegen checkt auf jeden Fall mich da aus oder abonniert uns und schaltet die Glocke an. So, kommen wir jetzt noch einmal zum Fashion-Bereich, bevor das Video zu Ende ist und fangen wir da direkt mal an mit der Collabo zwischen Kors und Uniqlo. Die wird am 6.6. in Europa droppen auf der Uniqlo-Website. Dort wird es 12 verschiedene T-Shirts geben, alle kosten 15 Euro, also sehr, sehr preiswert und der Stock soll ziemlich hoch sein. Momentan gehen die zwar für etwas im Resale, also irgendwie so um die 30, 35 Euro im Resale, dennoch würde ich sagen, dass nach Release, also nach dem europäischen Release, der Preis nochmal einiges droppt und dann der Resale nicht mehr so hoch ist. Aber ich muss sagen, ich finde die T-Shirts eigentlich ganz cool und ganz interessant. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Bilder von den T-Shirts ein und mal sehen. Ich glaube, ich werde mir keine kaufen, aber trotzdem für 15 Euro sind sie auf jeden Fall nicht schlecht und man könnte sich es mal überlegen. Ebenfalls am 6.6. kommt die Supreme Week 15. Dort wird es wie immer donnerstags um 12 Uhr morgens auf der Supreme New York Seite einen Drop geben. Diese Woche gibt es mal wieder ganz coole Sachen bzw. Sachen, die man gut resellen kann. Unter anderem zum Beispiel einmal das Schlagzeug. Das wird 3.998 Euro im Retail kosten, wird aber auf jeden Fall etwas im Resale bringen, da das sehr, sehr limitiert ist. Es ist auch nur in Online-Stores zu kaufen und wird auf jeden Fall gut etwas im Resale wert sein. Denkt aber auf jeden Fall dran, wenn ihr das kauft. Es ist riesengroß und zum Verschicken und Verkaufen ist es nicht so einfach.
und es wird auch so wahrscheinlich nicht so viele Leute geben, die das sich kaufen wollen oder können. Deswegen, es wird Resell bringen, ihr braucht aber auf jeden Fall die richtigen Leute oder ihr müsst es auf Kleck oder sowas mal reinstellen. Vielleicht kauft es dort jemand, aber es wird sowieso schwer sein, das zu bekommen. Resell, ich kann es nicht einschätzen, aber ich denke mal, 1000 Euro könnten auf jeden Fall drin sein. Außerdem finde ich noch die Supreme Frette Slippers ganz cool. Das sind einfach solche Badestoff-Hauslatschen. Die kommen einmal in einen weißen und einen roten Colorway. Ich weiß nicht, was der Retailpreis ist. Ich könnte mir vorstellen, die bringen ein wenig etwas im Resell. Ich glaube sogar gehört zu haben, dass Retailpreis von diesen Slippers 250 Euro sein soll, dann würde der Resell-Preis eher mau aussehen und ich würde eher die Finger davon lassen. Aber finde ich eigentlich noch ganz cool und ganz chillig. Ich würde sie mir jetzt wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil ich mir die auch einfach für 0 Euro im Hotel mitnehmen kann, aber sonst eigentlich ja, in Ordnung. So, und jetzt stelle ich euch nochmal ein paar Pieces vom Palace vor. Der Palace Drop ist am 7.6. um 12 Uhr morgens, also am Freitag, auf der Palace Skateboard-Seite. Und ich stelle euch jetzt einfach mal meine Favorite Pieces vor. Ich weiß mal wieder nicht den Retail-Preis, weil es noch zu früh vor dem Release ist. Aber ich stelle euch trotzdem mal die Pieces vor, die ich am coolsten finde von diesen Drops. Einmal finde ich die Farmo Shell Top Jacket ganz cool. Die kommt in drei verschiedenen Colorways. Einmal in einem schwarzen, in einem weißen und in einem blauen Colorway. Ich muss sagen, dass ich den weißen Colorway am besten finde, da er einfach am schlichtesten ist. Und die Jacke eigentlich ganz cool finde. Ich weiß nicht, ob ich mir sie kaufen würde, weil sie halt eben schnell so ein bisschen schlampig aussehen kann, aber sonst finde ich die eigentlich ganz cool. Dann finde ich noch den Funkalistic Crewneck ganz cool. Der wird ebenfalls in drei verschiedenen Colorways kommen. Einmal in einem Blau, in einem Rosé und in einem Schwarz. Muss ich sagen, ist eigentlich ganz cool. Sieht relativ schick aus und muss ich sagen, sieht auch ganz chillig aus. Ebenfalls da. Ich weiß, wie gesagt, Leute, nicht die Retailpreise, weil es zu früh vor dem Release ist. Dann finde ich noch das SoFar-Shirt ganz cool. Ist einfach ein ganz schlichtes Basic-Shirt. Hier unten in der Ecke ist ein kleines Palace-Logo, also echt ganz schlicht, aber sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Kommt in verschiedenen Colorways raus und glaube ich wird auch nicht so teuer sein. Ich finde so diese Pastelltöne für den Sommer eigentlich ganz geil und könnte man mal überlegen, ob man sich welche kauft. Ich brauche eh noch Shirts, deswegen auf jeden Fall mal auschecken. Ich weiß nicht, wie es hier aus Australien abläuft mit dem Release. Und dann finde ich noch das Solar-T-Shirt zu guter Letzt ganz gut. Kommt ebenfalls in mehreren Colorways raus. Hier vorne ist so eine Sonne wahrscheinlich dann drauf oder irgendein Planet. Und dann steht da klein etwas drauf. Finde ich auch eigentlich ganz gut. Kommt in mehreren Colorways raus und könnte man sich auch überlegen zu kaufen, aber muss ich mal gucken. So, kommen wir jetzt noch einmal zu der Frage des Tages. Und zwar ist die heute ganz simpel. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19 Jahre alt, bin am 16.03. jetzt gerade 19 geworden und ja. Wie gesagt, Leute, stellt mir immer am Ende des Videos eine Frage des Tages, markiert euren Instagram-Namen mit da rein, damit ich euch mit ins nächste Video reinnehmen kann und euch ein kleines Shoutout geben kann. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's jetzt endgültig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen dicken Like und einen Kommentar da. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Und außerdem würde ich mich noch freuen, wenn ihr mich auf Instagram auscheckt. Und ihr wisst, Leute, da packe ich auch immer wieder Informationen zum Hype-News auch in meine Instagram-Story, die ergänzen eben zu dem Hype-News sind. Deswegen checkt mich dort auf jeden Fall aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die ganzen Links unten in der Beschreibung auscheckt. Also auch zu unseren Partnern Kleckt und Snox und so weiter und so fort. Denn wenn ihr euch da etwas kauft, kriegen wir eine kleine Provision und dann würdet ihr uns sehr damit unterstützen. Ich würde jetzt aber sagen, das war es endgültig mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Tag. Ciao.